Unsere Schule ist eine offizielle deutsche Auslandsschule. Wir können hier sowohl das deutsche als auch das spanische Abitur absolvieren und auch einen Hauptschul- oder Realschulabschluss erwerben. Nuestro centro es un colegio privado hispano-alemán reconocido oficialmente por ambos países. Aquí es posible tanto obtener el título de bachillerato alemán como el español. Die meisten Schüler kommen mit Schulbussen von der gesamten Küste, von Málaga bis Estepona. La mayoría de nuestros alumnos vienen al colegio con el autobús. Vienen desde Málaga a Estepona. Wir haben etwa 700 Schüler, die sich auf den Kindergarten, die Grundschule und Oberschule verteilen. Tenemos unos 700 alumnos repartidos entre educación infantil, primaria y secundaria. Viele spanische Familien schicken ihre Kinder in unseren deutschen Kindergarten, damit sie von Anfang an bilingual aufwachsen und die deutsche Sprache spielerisch erlernen. Muchas familias españolas inscriben a sus hijos en nuestro centro de educación infantil para que sean educados de forma bilingüe desde muy pequeños y aprendan así el idioma alemán de un modo lúdico. In unserem Kindergarten haben wir eine Gruppe für Kinder unter 3 Jahren, 5 altersgemischte Gruppen und 2 Vorschulgruppen. En educación infantil tenemos un grupo solo para niños menores de 3 años. 5 grupos en el que se mezclan los alumnos de diferentes edades y 2 grupos de preescolar. Die Grundschule ist wie unsere gesamte Schule zweizügig, das heißt 2 Klassen pro Altersstufe. Desde primaria el colegio se estructura en 2 líneas por curso. Die Klassengröße liegt in der Regel bei maximal 25 Kindern. Der Unterricht findet in deutscher Sprache statt und wird vom Klassenlehrer erteilt. Daneben sind Spanisch und spanische Sachkunde schon in der Grundschule Pflichtfächer. Hier unterrichten spanische Lehrer. El número de alumnos por clase se limita, por regla general, a un máximo de 25 niños. Las clases las imparte el tutor en alemán, excepto lengua española y ciencias sociales, que son asignaturas obligatorias en primaria e impartidas por profesores españoles. Musikalisch interessierte Schüler können bei uns in der integrierten Musikschule ein Instrument erlernen. Los niños con interés o vocación musical pueden aprender a tocar un instrumento en nuestra escuela integrada de música. Der Schulgarten mit seinem Teich ist ein Projekt für die Grundschüler. El huerto escolar con su estanque es uno de los proyectos favoritos de primaria. Jede Klasse der Grundschule hat ihr eigenes Beet, das sie selbst bepflanzt und pflegt. Cada curso de primaria tiene su propio bancal que planta y cuida. Die Oberschule beginnt mit der 5. Klasse als Orientierungsstufe. Das Fach Englisch kommt neu auf den Stundenplan und wird bis zum Abitur eine wichtige Rolle spielen. It's the little things that make a big difference. La secundaria empieza en el 5. curso, como curso de orientación. E incluye como nueva asignatura el inglés, el cual tendrá un importante papel hasta el examen de madurez.
Das starke Sprachenprofil unserer Schule mit Deutsch, Spanisch und Englisch auf hohem Niveau zeichnete uns unter den anderen Privatschulen an der Costa del Sol aus. El elevado nivel lingüístico con alemán, español y un muy alto nivel de inglés nos caracterizan y distinguen de los demás colegios privados de la Costa del Sol. Unsere Schule ist eine bikulturelle Begegnungsschule. Das heißt, ein gemeinsamer Lebensraum von deutschen und spanischen Schülern. Wir feiern gemeinsam deutsche und spanische Feste. Den Tag der Deutschen Einheit ebenso wie den Dia de Andalucía. Unsere Schüler wachsen auf diese Weise in zwei Kulturen auf und entwickeln eine differenzierte Persönlichkeit. Sentimos especial preocupación por anclar el colegio a la realidad española que nos rodea. Por eso fomentamos el desarrollo de nuestra cultura no solo con 5 asignaturas impartidas en español, también con el desarrollo de proyectos que impulsan aspectos esenciales de nuestra identidad. Der Unterricht in der Oberschule findet grundsätzlich im Klassenverband und nicht im Kurssystem statt, bis zum Abitur. Para alcanzar las metas obligadas del bachillerato, la enseñanza en secundaria se plantea para todos por igual, sin establecer un sistema de cursos por nivel. Für den naturwissenschaftlichen Unterricht haben wir modern ausgestattete Fachräume. Unsere Schule beteiligt sich regelmäßig an den Landeswettbewerben Jugend forscht, Jugend debattiert und Jugend musiziert, sowie an der iberischen Sportbegegnung. Para las asignaturas de ciencias disponemos de unas aulas muy modernas. Nuestro colegio participa periódicamente en concursos estatales de Alemania, como el de Jóvenes Investigan, Jóvenes Debaten, Jóvenes Músicos, así como el encuentro deportivo de los colegios alemanes en la península ibérica. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Nachmittagsaktivitäten, Hausaufgabenbetreuung und natürlich eine Kantine. Para la tarde hay una oferta muy amplia de actividades extraescolares y de refuerzo curricular. Si lo deseas, puedes hacer uso del servicio de comedor. In Kooperation mit dem Hofses Sportinternat können auch Schüler die Schule besuchen, deren Eltern nicht vor Ort in Spanien sind. Wir sind eine große Schulfamilie, immer interessiert, die Schüler in allen Gebieten zu fördern und vor allen Dingen sie zu echten Europäern zu erziehen, die ihren Weg durchs Leben perfekt meistern werden. Was mir am besten an dieser Schule gefällt, ist das gute Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern. Lo que a mí personalmente más me gusta de este colegio son las diferentes actividades que nos ofrecen. Was mir am meisten an dieser Schule gefällt, ist das Aufeinandertreffen verschiedenster Kulturen. Lo que a mí más me gusta de este colegio es el encuentro de las dos culturas, la alemana y la española, y que nos ofrece un montón de salidas y podemos estudiar y trabajar en todos los países del mundo.